Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Workshop aus dem Lab. Ich bin Jakob und heute geht es um das Thema Drohnen. Wie gesagt, heute geht es ums Thema Drohnen. Neben meinem Job im WinLab studiere ich hier an der TH Luftfahrttechnik, Luftfahrtlogistik. Also finde ich dieses Thema unglaublich interessant und würde euch gerne das Wichtigste dazu erzählen. Das heißt, was man zum Fliegen braucht, wie das eigentlich geht, welche Regeln beim Fliegen gelten und am Ende machen wir dann schön auf dem Campus eine coole Aufnahme. Das ist heute der Plan. Und jetzt möchte ich euch zeigen, was man wirklich fürs Fliegen braucht. Also hier sind die einzelnen Bestandteile. Das ist unsere schöne Tasche, in der wir dann am Ende alles verpacken. Und genau, das hier ist das Wichtigste, unser Fluggerät. Das ist eine DJI Mavic Pro Drohne, also schon eine bisschen ältere, aber immer noch eine ganz leistungsfähige und coole Sache. Die Ingenieure von DJI haben das so cool gemacht, dass man die so zusammenklappen kann. Das heißt, wenn man dann fliegen möchte, muss man die Propeller so ausklappen. So geht das. Also kann man die auch beim Reisen oder so dann ganz praktisch mitnehmen. So sieht es dann aus. Hier unten seht ihr dann die Kamera, die ist dann auch zu einer Schutzhülle zugedeckt. Das werde ich jetzt entfernen und so sieht dann das Fluggerät aus. Wie gesagt, hier eine Kamera, vier Propeller. Das hier ist eigentlich unsere Batterie, unser Akku. Kann man auch so davon nehmen und dann, wenn man das aufladen möchte, kann man es hier anschließen. Genau, das wird dann wieder so eingeklappt. Hier gibt es einen Ersatzakku. Die halten ungefähr 30 Minuten. Also 30 Minuten in der Luft kann die Drohne bleiben. Danach müssen die Akkus getauscht werden und nochmal aufgeladen. Darum ist es ganz praktisch, mehrere Akkus zu haben. Vor allem, wenn man dann länger fliegen möchte. Genau, das hier ist dann das Wichtigste. Hier unten gibt es auch so einen Abstandssensor. Das heißt, die Drohne weiß, wie hoch die ist. Und das gleiche hier vorne. Also die kann auch Hindernisse vermeiden. Das heißt, so, wenn sie dann fliegt, weiß sie, dass etwas vor ihr steht und sie kann dann automatisch stoppen und nicht weiterfliegen. Dazu aber später mehr. Hier ist dann unsere Fernbedienung. Da gibt es die zwei Möglichkeiten, entweder direkt mit dieser Fernbedienung fliegen, die kann man wieder so auseinanderklappen und das geht. Eigentlich braucht man nur diese zwei Sachen. Das Problem ist, die Drohne hat ja eine Kamera und auf diesem Display wird dann nicht angezeigt, was die Kamera eigentlich sieht. Dafür braucht man das Handy. Aber wie gesagt, man kann auch nur mit der Fernbedienung fliegen, aber halt blind und mit weniger Funktionen. Genau. Das werde ich jetzt zeigen, wie man das verbindet. Und dann gehen wir raus und fliegen dann eine Runde. So, wenn man die Drohne anschalten möchte, dann muss man hier einmal drauf drücken und noch einmal. Und dann ist sie an. Das gleiche hier bei der Fernbedienung. Da steht dann Connecting. Wenn man kurz wartet, dann ist sie dann auch schon mit der Drohne verbunden. Da steht dann Ready to go.
Genau, und das wäre schon möglich. Ich kann sagen, mit solchen Drohnen sollte man in so einem relativ kleinen Raum wie hier nicht fliegen, weil die Fassade von unserem Haus ist aus Metall und das ist einfach für die Drohne, die ferngesteuert wird, nicht gut. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Also immer lieber draußen oder wenn drinnen, dann in einer großen Halle. Darum werde ich das jetzt nicht hier ausprobieren, aber erst draußen. Trotzdem möchte ich euch zeigen, wie man das jetzt mit dem Handy verbindet. Es gibt da eine App, die heißt DJI Go. Und genau, die ermöglicht uns dann, noch mehr Sachen mit der Drohne zu machen. Das heißt, es gibt da coole Features, wie zum Beispiel die Verfolgung, also dass man da ein Objekt markieren kann, das die Drohne dann automatisch verfolgt. Und das ist also eine Sache von vielen, die man mit der App machen kann. Genau, also wie man das verbindet. Hier ist dann unser Handy. Das ist dann die App. Diesen blauen Icon. Genau. Da sieht man vorerst nichts. Dann kann man das einfach ganz normal mit einem Kabel verbinden. So, hier, Entschuldigung, habe ich es nicht gezeigt. Hier unten ist dann sein USB-Anschluss, USB-Port. Das kommt dann da rein. Und was ich unglaublich schlau finde, ja, jetzt sieht man das schon. Da sieht man auf dem Display schon, was die Kamera sieht. Da seht ihr meine Assistentin, da bin ich. Hallo? Ja. Genau. So verbindet man das. Das, was cool ist, habe ich jetzt leider falsch gemacht. Man kann das hier rein. So. Entschuldigung. So einsetzen. Und dann mal mit dem Kabel. So, genau. Und so wird dann das Handy auch mit der Fernbedienung verbunden, also auch so physisch. Und das ist dann natürlich sehr praktisch beim Fliegen. Genau. Weiter dazu draußen. Jetzt habt ihr das Wichtigste gesehen. So verbindet man das mit dem Handy. Ist eigentlich ganz einfach, richtig simpel. Jetzt mache ich alles aus. Kann wieder die Drohne so zusammenklappen. So. Die Tasche ist echt genau dafür gemacht. Also passt da alles sehr gut rein. Fernbedienung auch aus. So. Und dann gehen wir jetzt eine Runde fliegen. So, jetzt sind wir draußen auf dem Campus. Hier ist unsere Drohne schon bereit fürs Fliegen. Ich habe da alles schon mit der Fernbedienung und mit dem Handy verbunden. Da könnt ihr sehen, ready to go und hier bereit GPS. Da ist entsprechend auch unsere Position drauf, die über GPS erfasst wird. Ja, und dann würde ich sagen, zeige ich euch, wie man das mit der Fernbedienung steuert. Das heißt, hier haben wir die wichtigsten Steuerelemente. Mit dem reguliert man die Höhe, also die Flughöhe, mit dem dann die Bewegung nach vorne oder die Drehung der Drohne, also dass sie sich um ihre eigene Achse dreht. Ja, und wenn man losfliegen möchte, ist das ganz einfach. Man muss die zwei Steuerhebel so zusammendrücken. So, kurz halten. Da seht ihr schon, bewegen sich die Propeller. Und dann reicht es einfach, wenn wir diesen Steuerhebel nach oben drücken. So einfach geht das.
Ihr seht, die Drohne ist unglaublich stabil. Kann einfach so neben ihr stehen, muss gar nichts machen. Die bleibt einfach so. Das finde ich persönlich sehr beeindruckend. Ja, und das Steuern an sich ist sehr, sehr einfach. Wie gesagt, damit ändert man die Flughöhe oder die seitliche Bewegung. Das heißt, nach links, die Drohne bewegt sich nach links, so, dann nach rechts. So einfach ist es. Mit dem, wie gesagt, Bewegung nach vorne oder nach hinten, also so, fliegt sie von uns weg. So fliegt sie wieder zu uns. Und so dreht sie sich um ihre eigene Achse. Genau. Das ist das Wichtigste, was man vielleicht noch wissen sollte. Hier oben gibt es diese zwei Knöpfe. Die sind dann für die Aufnahmen. Also wenn man drauf drückt, hier macht man ein Video, hier macht man ein Foto. Das geht natürlich auch hier über das Display. Ja, aber man kann es auch über die Fernbedienung ganz einfach machen. Ihr habt jetzt gesehen, wie man die Drohne steuert. Ich fliege jetzt wieder runter. Die Landung ist dann, wie gesagt, auch ganz einfach. Aber bevor wir hier eine schöne Campusrunde machen, muss ich euch noch ganz kurz was zu den Flugregeln erzählen. Ja, beim Fliegen gelten viele Regeln. Es gibt da echt viel, was man da berücksichtigen muss. Man könnte darüber eine ganze Bachelorarbeit schreiben, aber heute möchte ich natürlich nur das Wichtigste ansprechen. Bis 2021 war es eigentlich noch komplizierter, als das jetzt ist, weil es in jedem Land in Europa oder in der EU anders war. Seit 2021 ist es einheitlich geregelt, also dementsprechend ein bisschen einfacher geworden. Also jetzt das Wichtigste, was man von dieser Verordnung mitnehmen sollte. Also jeder, der dann mit einer Drohne fliegen möchte, sollte dies wissen. Und das sind, glaube ich, so 5 Sachen, die jeder wissen sollte. Und zwar, jeder Pilot muss sich online registrieren bei der Nationalbehörde. Aber es ist eigentlich ganz einfach. Macht man online, geht ziemlich schnell. Man muss da seine Online-Prüfung ablegen, aber ist machbar, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Man bekommt dann so einen Drohnenführerschein und danach kann man fliegen. Dann muss man wissen, dass es eine maximale Flughöhe gibt in der Klasse Open, was für uns als Hobbypiloten das Wichtigste ist. Und das ist so, dass man maximal 120 Meter über Grund fliegen darf. Danach immer in Sichtweite. Das heißt, man muss immer die Drohne sehen. Sie darf nicht hinter einem Gebäude sein oder zu weit, dass man das nur als einen kleinen Punkt irgendwo in der Ferne sieht. Das nicht. Also immer in Sichtweite und genau wissen, wo sich das Fluggerät befindet. Danach, ganz wichtig, in einer größeren Entfernung von Straßen, von Bahnanlagen, von Flughäfen, da ist es besonders streng. Bei Flughäfen darf man in einem Umkreis von 1,5 Kilometer gar nicht fliegen. Mit einer Drohne natürlich. Und genau dann ganz wichtig, ohne Menschen. Darum drehen wir unseren Workshop am Samstag, wenn unser Campus ziemlich leer ist. Aber das ist seit Corona leider nicht so besonders. Und ja, eigentlich sollte man grundsätzlich in einem unbebauten Gebiet fliegen. Wir haben hier auf dem Campus, weil wir zu der TH gehören, die entsprechende Genehmigung dafür. Aber grundsätzlich eigentlich in der Natur, weit von Gebäuden und Menschen. Ja, und die letzte Sache. Jeder, der mit einer Drohne fliegen möchte, muss Haftpflichtversicherung haben. Ja, und das sind die wichtigsten Sachen, die jeder wissen sollte. Also maximale Flughöhe 120 Meter.
Bei uns ist es noch ein bisschen strenger, weil wir in der Nähe vom BER sind und in der Kontrollzone darf man maximal 50 Meter hochfliegen. Dann immer in Sichtweite, online registriert sein und nicht in der Nähe von Bahnanlagen, von Straßen, Flughäfen, Menschen, Gebäuden. Das ist das Wichtigste. Jetzt wisst ihr das schon und jetzt können wir endlich losfliegen. Ja, und jetzt kommt endlich das, was ich am Anfang versprochen habe, also ein schöner Rundflug über dem Campus und ein paar coole Drohnenaufnahmen. Viel Spaß! So, die Drohne ist wieder gelandet. Ja, und damit möchte ich den heutigen Workshop abschließen, mich für eure Aufmerksamkeit bedanken. Hoffe, dass ihr wieder was Neues gelernt habt und wir sehen uns beim nächsten Workshop. Ciao!